Hallo und herzlich willkommen zurück. Allerdings nicht in Counter-Strike, sondern in einem der witzigen Mods, die ich installiert habe. Und zwar gehen wir mal auf Custom Game und gucken uns mal, was wir da haben. Firearms, das ist wahrscheinlich relativ interessant, denn das habe ich lange nicht mehr gespielt. Und ich habe das in Erinnerung, dass das relativ witzig ist. Allerdings hat es keine Bots, dummerweise. Weswegen wir uns hier kalt durch das Spiel bewegen müssen. Ich glaube, dafür irgendwo nochmal irgendwas zu finden, wie... keine Ahnung, so ein Server oder so. Ich glaube, das ist relativ, naja, Wunschdenken. Was nehmen wir denn? Danger Zone? Ich weiß nicht. Ich habe das Spiel auch einmal mit einem Kumpel gespielt und dann aber auch nicht wieder, weil, ich glaube, wir haben das nicht verstanden. Oder ich glaube, meinem Kumpel war das zu kompliziert. Das ist auch mit heutigen Waffen. Okay, was haben wir? Oh, ist das laut. Okay. Wenn das so bleibt, nehme ich mir gleich eine andere Karte. Und zwar nehmen wir mal Blue Force. Oh, wir haben Klassen. Aber das ist mir zu laut, ganz ehrlich. Tschüss. Ich will eine andere Karte. Ich will eine Karte ohne diese lauten Hintergrundgeräusche. Und ich habe gerade das Spiel gecrashed, sozusagen. Wir sehen uns gleich wieder. So, gucken wir, dass wir eine Karte finden ohne lästige Hintergrundgeräusche. Sandblast Streets hört sich doch gut an. Ich hoffe, da ist ein bisschen weniger los. Oh, leise. Ha, Stille. Der nehmen Red Force und Custom Marie... Custom? Okay. Wir können uns eine Weste aussuchen. Nehmen wir mal Light. Ach, das kostet alles Credits. Und die leichteste Weste ist die teuerste. Ist ja auch witzig gemacht, denn leichte Westen sind eigentlich immer so ein bisschen teurer. Aber kommt drauf an, wie das so ist. Okay, was haben wir? Kevlar-Helm, Leggings. Das erinnert mich jetzt mega an Jagged Alliance. Da gibt es ja auch Kevlar-Leggings. Ich weiß gar nicht, ob Kevlar-Leggings in Wirklichkeit so ein Ding sind bei einer Armee. Aber braucht man natürlich nicht. Frag-Granate, Flash-Granate... Stielhandgranate. The Stielhandgranate. Immer dieses Denglisch finde ich witzig, nehme ich mit. Sehe ich, wie viel Geld ich habe. Was haben wir hier? 45er ACP, einen 44er Revolver, 9mm. Ach, eine Rafika. Eine Beretta 9mm und eine Deagle. Deagle darf nie fehlen. Nehmen wir mal 45er ACP, finde ich so irgendwie am coolsten. Shotguns. Zwei Stück. Tech 12 Gauge. Sieht irgendwie aus wie so eine. Ramming, auch so wie die aus Counter-Strike mit dem Pistolengriff. Eine Saiger. Ja, ich habe gehört, die sei gar nicht mal so schlecht für 9 Credits. Das bedeutet, für 3 Saigers sind genauso teuer wie eine leichte Rüstung. Ziehe ich in Zweifel. Machine. Und ich glaube, ich habe alles ausgegeben. Finish. Skills. Oh, jetzt weiß ich, das war mega kompliziert. Okay, Marksman 1. Join the Battle. Okay, was haben wir? Wir haben unsere Saiger, die ein bisschen komisch aussieht. Aber... auch witzig, das Holz... Gehst du wieder rein, oder? Ist irgendwas hinter mir? Ich kann nicht rückwärts gehen, okay. Oh, ich habe Mullbinden auf... Boah, ich wusste gar nicht, dass das Ding so kompliziert ist. Kann ich irgendwie zielen? Nee, ich kann schießen. Und das streut übel. So stark streut eine Saiger. Bestes Voice Acting ever. Ja, ich glaube, daran kann... Ja, hier daran kann ich mich erinnern. Hier habe ich auch mit einem Kumpel gespielt. Genau, man darf ja nicht zurückgehen. Habe ich hier sonst noch was? Genau, meine Stielhandgranate. Aber es sind natürlich alles fan-made gemachte Mods. Die haben kein Geld dafür verlangt. Und damals waren auch von Fan-Entwicklern die Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkt. Okay. Ist ein bisschen groß. Und, ach, ich habe zwei. Eigentlich dreht man unten nicht rein, sondern unten dreht man eigentlich auf. Und dann zieht man da an der Schnur. Was haben wir hier? So ein Taschenmesser? Ja, auch cooles Sounds. Was hatte ich sonst noch? Habe ich eigentlich Ersatzmagazine? Zielen kann ich nicht. Boah, ist das laut. Ich hoffe, euch fetzt das nicht das Trommelfell weg. Wo kann ich nachladen? Ne, E ist benutzen. R ist das hier. F, G, H, Z, mittlere Maustaste, Maustaste runter, andere Maustaste, Y, X, C, V, B. Ach, ich bin im Say. X, B, V, B, N, M, Q. Q ist irgendwie Waffe wechseln. 1, 2, Tab, Shift, Alt. Ne, jetzt habe ich mich geduckt oder sowas. Und hier unten, ach, ich habe hier auch noch Stamina, die jetzt runtergeht, wenn ich springe oder so. Dann habe ich Blut, Bandagen. Ne, das sind irgendwelche Punkte. Dann habe ich, genau, ich habe mir Kevlar gekauft. Boah, das ist ausführlich. Das ist ja schon fast schlimmer als dieser eine Quake-Mod, den ich noch zeigen wollte. Ah, genau. Geil, wie der hechelt.
Witzig. Was passiert, wenn ich leer schieße? Okay, dann klickt's und... Klicken und hecheln. Was ist das? Ist das eine Flagge? Muss ich die holen? Das Spiel hätte ich damals so gerne mal ein bisschen ausführlicher gespielt oder so, aber ich bin ja sonst einfach nur rumgerannt. Ich glaube, ich kann noch mal was Neues gucken, wenn ich irgendwie es schaffe, das Team zu wechseln. Jetzt suche ich einfach mal alle Tasten. Ich hoffe, dass ich hier nicht irgendwie was kaputt mache oder so. Was you will need say. Konsole, ich glaube Kill oder sowas. Dann kann man. Genau, wenn man Kill eingibt, stirbt man selber. So, darf ich mir neue Sachen aussuchen? Use previous configuration. Reconfigurize. Choose. Oh, jetzt kann ich wieder ausruhen. Also nehmen wir Light. Man muss scheinbar irgendwas nehmen. Nix, nix. Deagle können wir uns mal angucken. Shotguns. Gucken wir uns die mal an. Submachine Guns. Okay. MP5K mit Schalldämpfer. MP5. Oh Gott, wie heißt das Ding in echt? Das gibt es in echt. Das ist, glaube ich, eine MC51 Beltfett. Das ist eine kurze Heckler & Koch G3 mit Gurtzuführung. Akimbo Mac-10 und Bison schon. Okay, nehmen wir das. Finish. Artillery, First Aid, Leadership, Join Battle. Aber Bison ist erst relativ spät populär geworden in Videospielen. Wundert mich eigentlich, dass ich jetzt hier eine Bison sehe. Aber ich würde auch gern mal nachladen können. Aber auch mega Rückstoß. Bam, bam. Gucken wir mal die Streuung an. Okay, streut übelst. Ich habe das ganze Ding auch als relativ realistisch in Erinnerung. Gucken wir mal, was die MP5K SD macht. Okay, die hat ein bisschen bessere Stabilität, aber. Würde ich auch gern nachladen. So, gucken wir uns mal Schrotflinte an. Witziges Zielfernrohr obendrauf. Ist wahrscheinlich in echt mega unpraktisch. Okay, streut eigentlich gar nicht so heftig. Ja, das ist zwar immer noch nicht realistisch, aber die streut schon mal wesentlich schwächer als die aus Counter-Strike. Und ich würde gern nachladen. Wisst ihr was? Ich guck mal kurz, ob ich einen Nachladen-Key finde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wahrscheinlich auch wieder mit anderen Waffen. So, ich hab's gefunden. Und zwar Nachladen ist auf Z. Guck mal, ob die Blue Force was anderes hat. Berserker. Ah, okay. Kann man gucken. Berserker kriegt eine Colt Anaconda und eine Automat Kalaschnikow. Ach, hier muss es natürlich noch Sturmgewehre geben. Gucken wir mal durch. So, hierfür geben wir kein Geld aus. So, Shotguns haben wir uns angeguckt. Hier sind, waren wir auch durch. ARBT. Ey, cool, das ist. Es gibt ja so zivile AK-47 und es gibt eine zivile chinesische AK-47, die hat dann wirklich hier an dem Schaftkolben, die hat Schaftkolben und Pistolengriff so in einem. Was haben wir hier? AR-TAC, das ist natürlich eine FAMAS, das ist eine G3, das ist auch eine G36, nehmen wir mit und haben auch schon kein Geld mehr. Artillery Agility. Oh, mit Bajonett kann ich das benutzen. Ich kann das benutzen. Ja, cool. Witzig gemacht. Ist das eine Flagge? Das ist eine coole Flagge. Gucken wir mal die Dauerfeuerstabilität an. Okay, relativ realistisch. Genauer nachladen war Z. Z. Bin ich doof oder sowas? Ach, ich bin im Say. Moment, Z. Nee, Z ist Say. Jetzt muss ich mir das schon wieder nochmal neu angucken. Egal, gucken wir uns mal auch die G36 an. Kann man hier. Genau, hier kann man dann zoomen. Auch relativ interessant. Ich guck nochmal in die Steuerung. So, ich habe das Ganze jetzt mal auf R gelegt. Gucken wir mal weiter. Custom, was haben wir nicht? Da, durch. Firearms, Shotguns, Submachine Guns, Assault Rifle. Genau. Assault Rifles haben wir hier noch. Eine AUG. Eine. Ja, das ist keine M4A1, sondern das ist wahrscheinlich auch ein. Okay, der Carron Handle ist fest befestigt. Der alte Aluminiumstock. Kein Knick im Lauf. Das bedeutet, das Ding ist ein. M16 A2 Carbine wahrscheinlich. Oh, und eine große M16. Nehmen wir mal das mit. Gucken wir mal, was wir bei Sniper Rifles haben. Ist das eine PSG-1? Ja, das ist eine PSG-1. Und Barrett. Machine Guns haben wir. Wahrscheinlich können wir uns keine leisten. Nehmen wir mal das Barrett mit. Finish.
Stealth. Gucken wir mal, ob wir endlich mal was nachladen können. Sieht ähnlich aus wie das Modell, was wir in Strike Force hatten. Wahrscheinlich ist es auch dasselbe. Viele haben sich da gegenseitig Sachen zugeschickt. Oh, wir können nachladen. Ach, ich darf nicht schießen, während ich mich bewege. Relativ realistisch. Cool. Wäre wahrscheinlich sonst anders. Jetzt gucken wir mal das Scope rein. Oh, so ein rotes. Relativ schick gemacht. Was haben wir hier? Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben einen Tragegriff, der fest am Gehäuse befestigt ist. Bedeutet also, wir haben eine M16A2-Gruppe. Darüber hinaus haben wir keinen Knick im Lauf. Außerdem ist der Lauf relativ lang. Das müsste ein M16A2-Carbine sein. Okay, nach hinten. Ach, auf W mache ich was anderes. Okay, deswegen kommt ja die Stealth da. Okay, schießen wir mal. Oh, das ist eine schlechte Dauerfeuerstabilität. Und laden wir mal nach. Magazin wird ausgetauscht. Und es wird einfach auf den Bolt Catch gedrückt mit einem komischen Geräusch, aber so wird eine M4 richtig nachgeladen. Nicht so wie ein Counter-Strike. Übrigens habe ich gesehen, man kann sich auf B verbinden. Auf X kann man den Feuermodus ändern. Okay, man kann hier Einzelschuss schießen. Relativ realistisch und auch soweit, ja, wie nennt sich das? Logisch, das zu tun. Dann mache ich noch einmal Kill, guck mir mal die Maschinengewehre an und dann war es es auch schon. Ihr wollt ja nicht, dass ich hier diese albernen Mods unnötig in die Länge ziehe. Items, Sidearms brauchen wir keinen. Shotgun brauchen wir auch keinen. SMG brauchen wir auch keine. Sturmgewehre auch nicht. Hier gibt es diese zwei Stück. Und hier gibt es, ach, eine M60. Und Launcher. Okay, ein Granatwerfer. Dann ist er. Okay, machen wir mal die Vietnam-Rambo-Kombo mit First Aid. Okay, das ist der gute alte M79 Thumbra, aber ist ein bisschen komisch gemodelt, ist ein bisschen lang. Ich glaube nicht, dass er so weit nach unten kippt, aber okay, geht klar. Ist natürlich alles meckern auf hohem Niveau. Gucken wir mal M60. Okay, kein Ersatzmagazin. Und jetzt gucken wir uns mal das an, wo wir uns als Jugendliche bei Counter-Strike immer drüber lustig gemacht haben. Und zwar, das habe ich nicht gezeigt, aber bei Counter-Strike, bei der M249, verschwinden die Kugeln nicht. Das heißt, das Ding ist entweder voll oder leer. Und auch wenn man ein leeres hat, dann sind da immer noch Kugeln an der Seite. Gucken wir mal, ob die Kugeln hier verschwinden. So, noch 8 Kugeln. Okay, eigentlich hatte ich jetzt nur noch 3 Kugeln, aber das Ding hat den gleichen Darstellungsfehler wie bei Counter-Strike. Es gibt auch Half-Life-Mods, die haben das nicht. Dieser Tour of Duty Vietnam-Mod hat das nicht. Aber gucken wir mal, was passiert, wenn man die leer schießt. Zack, auf einmal ist der ganze Gurt weg. Das ist bei Counter-Strike nicht so, denn bei Counter-Strike bleibt der Gurt einfach da. Und mit dieser kleinen Ungenauigkeit, wie immer, meckern auf hohem Niveau. Ich habe vollsten Respekt vor den Leuten, die das hier gemoddet haben. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Zugucken. Dann kommt er hier links zu meinem Kanal. Rechts kommt er zum Video zu Counter-Strike 1.0 und 1.5. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für Zugucken und sage bis dann.